Es steht unentschieden hier im Strikerland, während das Heimteam sich der Mächtigen von Azula nimmt. Dancing Rasta wählt seinen linken Mittelfeldspieler Cool Joe. Den Flankenkönig. Bleib geschmeidig. Bleib in Bewegung. Ja, Cool Joe. Lass mich gut aussehen, Kumpel. 5, 4. Hau rein und beweis es euch. 3, 2, 1. Los Santos hat keine Antwort darauf. Er lässt ihn nur sehr verärgert zurück. Und da rutscht der Flankenkönig zur Feier wieder auf seinen Schuh. Der funkige Tore-Heiland. Sie lieben dich, Cool Joe. Du denkst, sie jubeln jetzt? Dann warte mal auf heute Abend. Richtig gehört, Leute. Heute Abend gibt's im Park ein Konzert von Cool Joe and the Froze. Wir werden da sein, Cool Joe. Ich will dein Autogramm. Ha, 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 wir wollen auch dein Autogramm, Cool Joe. Wir wollen auch dein Autogramm, Cool Joe. Das ist cool. Cool Joe kriegt die Mengen im Strikerland und hier mit dem Froze. Ja, Shakes. Aber weißt du, diese ganze Funk-Musik-Sache, das mag niemand so richtig, oder? Ha, yo, El Matador. Sieh zu und lern. Sieh zu und lern. Spiel ein bisschen Rock'n'Roll, Mann! Ein bisschen Niu-Niu-Niu. Cool, du, wie wär's mit ein paar Boyband-Klassikern? Du könntest berühmt werden, wa? Nee? Yo, Leute, willkommen im Park! Wir haben einen Song über Azul. Respekt an eines der besten Teams der Super League. Aber wir haben es euch heute gezeigt. Get up. Get up now. Get up. Get up now. Hey, hey, das ist echt gut. Wow, Cool Joe's Band ist der Hammer. Alter, ich wünschte, ich würde da oben stehen. Die Boyband-Klassiker würden mir mehr gefallen. Da. Er ist perfekt. Absolut perfekt. Ein paar Kniffe hier und da. Und der wäre noch perfekter. Hol den Patron. Also, bedeutet das, dass du dich vom schönen Spiel verabschiedest? Niemals, Mann. Ich liebe Musik, aber ich liebe Fußball. Gut. Weißt du, wer als nächstes dran ist? Du musst mich nicht an Colossus und Iron Tank erinnern, Mann. Das werden ein paar große Spiele. Mr. Joe? Mr. Cool Joe? Ja? Wir sind A. Und L. Wow, Moment. Sie meinen, Sie sind die multibillionenschwere platinverkaufende Hitmaschine? Das sind wir. Und wir wollen dich zu unserem nächsten Hit machen. Iron Tank! Ja, Oberstvermutter! Was ist der Schlüssel zum Sieg über den Feind? Training, Vorbereitung und Zielstrebigkeit, Oberst von Tuscher. Der andere Schlüssel. Können, Oberst von Tuscher. Nein, der Schlüssel ist die Schwäche des Gegners zu können. Hört auf zu wiederholen, was ich sage. Hört auf zu wiederholen. Wer sind Sie? Ich bin der Neue. Sie haben mich aus der taktischen Division hergeschickt. Ja, aus der Division der mickrigen Würstchen. Ha. In der taktischen lernen wir, unser Gehirn zu benutzen. Ein Denker? Ein Ideenhaber? Das wollen wir mal sehen. Die Super Strikers sind gerade sehr stark. Sie werden die griechischen Insekten nächste Woche schlagen. Aber wir werden ihre Schwäche finden. Ideen? Die Schwäche ist, sie sind zu gut. Er hat recht. Die Stärke wird zur Schwäche, Männer. Die Stärke wird zur Schwäche. Finde die Stärke und wir finden die Schwäche. Wow, groovy! Ein irres, angesagtes Studio habt ihr da. Nun, es kann dir gehören. Allein dir. Unterschreib hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Willkommen im Team. Groovy! Wir haben eine großartige Idee. Anstatt dass du Groovy sagst, warum nicht einen eigenen Slogan haben? Wie? Wie? Cash is the wow! Oh. Steht im Vertrag.
Dieser Slogan wird deine Visitenkarte, dein unverkennbares Zahn. Aber ich habe ein unverwechselbares... Steht im Vertrag. Oh, ganz nebenbei. Wir haben große Pläne, um deine ersten Single Plutonium zu bringen. Plutonium? Steht im Vertrag. Silber, Gold, Platin, Plutonium. Das ist Crew. Geschisse, wow. Ja, jetzt hast du's. Und wir haben noch weitere Ideen. Wenn wir heute sehen, wie Colossus gegen Strikers spielt, müssen wir uns fragen, was sind die Stärken der Superstrikers? Was sind die Stärken der Superstrikers? Irgendwelche originellen Ideen? Wie steht's mit dir, Ideenhaber? Der sehr coole Torjubel der Stürmer? Okay, ich habe dir eine Chance gegeben. Ignoriert den Neuen! Tut so, als würde er nicht existieren! Mal sehen, was wir noch finden können, ja? Was für ein Spiel hier im Strikerland, Mac! Wir sollten es eher einen Kampf nennen! Schau dir ihre Größe an! Das ist erst eine der zwei großen Herausforderungen für die Super Strikers! Heute Colossus und Iron Tank am Wochenende! Bleib geschmeidig, bleib in Bewegung, hau rein und beweis es allen! 5, 4, 3... Komm schon, Kumpel! Lass mich gut aussehen! 2, 1... Wir sehen selten, dass Shakes und El Matador die nicht hinkriegen! Hey, Cool Joe! Mein Kopf ist hier! Ich merke, du bist mit dem Kopf woanders, Mann! Ha, yo! El Matadors Kopf war ganz woanders! Die Flanke war absolut perfekt! Konzentrier dich einfach aufs Spiel, Mann! Verstanden, Captain. Bleib geschmeidig. Bleib in Bewegung. Hau rein und beweis es allen. Sie haben keine Schwäche. Oh. Das fand ich eine Torheit. Kapau! Kapau! Ich glaube es nicht. Der Neue hatte wirklich recht. Wo ist er? Ignoriert den Neuen. Tut so, als würde er nicht existieren. Seid ihr verrückt? Ihr habt ihn mit den Ziegen auf dem frostharten Alpentras gelassen. Aber was kann das mickrige Würstchen denn schon tun? Er wird uns helfen zu verstehen, wie Cool Joes Kopf auf Abwege gekommen ist. Kapau! Kapau! Okay, Jungs, wir brauchen Tore. Aber Iron Tank stellt uns gerne große Hürden in den Weg. Wow, Coach! Es sieht aus, als wären Ihre Super Strikers Actionfiguren in der Wäsche eingegangen. Nein, das sind maßstabsgetreue Modelle. Models? Wo? Ja, Konzentration. Lasst euch nicht einschüchtern. Keine Chance, Coach. Saubere Abnahmen und bringt den Ball an die Flügel. Cool Joe bringt ihn dann durch die Verteidigung zu uns. Ja, Cool Joe. Wo ist Cool Joe? Wo ist Cool Joe? Weiß das wer? Die Zeit bleibt nicht stehen, Mann. Ich nehme an, Sie haben eine Übung für uns, Coach. Richtig. North Eagle Eye und Block agieren für unsere Stürmertruppe als Verteidiger von Iron Tank. Klar, Block ist dafür auch geeignet. Aber entsprechen wir diesen absoluten Mutantenverteidigern? Ich habe da etwas, das euch helfen wird. Wow! Robotermäßige Körperpanzerung! Genial! Unter Super Strikers. Stürmer. Yo! Aha. Entschuldigt, habe ich was verpasst? Dich umzusehen? Schließ dich der Angriffstruppe an und bereite dich darauf vor, Iron Tank entgegenzutreten. Ja! Sorry, Mann. Yo, Shakes, das Tor war Crew. Oh, ja, das soll ich ja nicht mehr sagen. Was? Groovy? Ja, Crew. Das. Warum nicht, Mann? Steht in meinem Vertrag. Ha!
Das einzig Lustige, das in meinem Vertrag steht, ist, dass der Club niemanden einstellen darf, der besser aussieht. Nicht in meinem Super Strikers Vertrag, Trottel. In meinem Plattenvertrag. Weder groovy noch funky, nicht mal Mann. Was darfst du dann sagen? Kescheisse wow! Hä? Kescheisse wow! Wie nochmal? Kescheisse wow! Ihr versteht das nicht. Und nun lasst mich das tun, was Cool Joe am besten kann. Ich dachte, das wäre Fußball. Johann Uber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Das passt einfach nicht. Stimmt, das ist falsch. Und es steht nicht im Vertrag. Wow, 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 wow. Was ist los, Mann? Das war gerade echt gut. Das passt einfach nicht. Wir haben einen Song, der besser passt, um eine Multimilliarden-Debütsingle zu werden. Cool, Joe? My love for you will go on and on and on and on forever and ever. My darling? Es ist ein fünfstimmiger Song darüber, wie es sich anfühlt, eine Person zu lieben. Und zwar für immer und immer. Und immer. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich... Aber es wird morgen veröffentlicht und wir haben noch keinen definitiven Plutonium-Hit. Steht im Vertrag. Du brauchst unbedingt eine Plutonium-Nummer-1-Debüt-Single. Um den Weg für eine Musikerkarriere zu bahnen. Okay, okay. Versuchen wir es mal. Ich habe morgen ein großes Spiel. Und wenn ich groß sage, meine ich groß... Geschwister, wow! Wow, das ist verrückt. Was? Unsere Berühmtheit oder dieser lächerliche Song? Hey, Ma... Kumpel, es ist eingeschlagen. Alle hören den Song in Schleife. Ja, bei mir ist es auch eingeschlagen, aber nicht so, wie es sollte. Komm schon, so schlimm ist es nicht. Cool Joe? Cool Joe, wir sind's. Wir rufen an. Steht im Vertrag. Dein Song ist ein Monsterheld, mein Freund. Kaschissa, wow. Wir haben einen Auftritt für dich arrangiert. Schon morgen. Da kann ich nicht, Mann. Ich habe ein Spiel gegen Iron Tank. Es ist ein Halbzeitauftritt im Strikerland. Ein Konzert auf dem Platz? Meinem Platz? Super, denk nur dran. Sei während des Spiels sehr vorsichtig. Wenn dein neuer Look Schaden nimmt... Oder deine Fähigkeit aufzutreten. Bedeutet das keine Plutonium-Hits, keine Tour und kein Halbzeitauftritt. Keine Sorge, Jungs. Ich liebe Fußball, aber ich lebe Musik. So, mit der Boulevardpresse als primäre Recherchequelle habe ich herausgefunden, dass Cool Joe die Liebe zur Musik wichtiger ist als sein Leben als Fußballstar. Schlagwort! Liebe Boulevard! Oberst! Wie nutzen wir das, um zu gewinnen? Wir peilen den Flankenkönig an. Wenn er sich in seinem Leben als Fußballstar nicht einsetzt, bedeutet das, dass er den beiden Stürmern keine Bälle liefert. Und das bedeutet keine Tore. Mit uns in der Stadt weht ein neuer Wind ins Strikerland. Wir kommen mit... schwerem Geschütz. Wir haben es heute mit einem Nichtantritt zu tun. Ha, ganz im Gegenteil, Shakes. Zur Halbzeit werdet ihr eine Show wie keine andere sehen. Ich meine Iron Tank, Cujo. Spielabend im Strikerland. Und die große Frage ist, hat Iron Tank den Schwanz eingezogen? Kann ich mir nicht vorstellen, Mac. Meinst du, der Schiri wird sie wegen Fallschirmspringen verwarnen, Brenda? Was für ein Auftritt, Mac. Da bin ich froh, dass sie nicht mit Panzern kommen. Das ist der Platzwart auch. Wow, das ist aber ein Auftritt. Ungefähr so, wie das Cool Joe seine erste Single im Strikerland aufführen wird. Cool Joe, der einzige Auftritt, an den du denken musst, ist deine Darbietung am Ball, okay? Sicher, Captain. Zuerst Fußball, dann der Auftritt zur Halbzeit. Und dann wieder Fußball, oder? Ja. Das Spiel beginnt. Iron Tank geht direkt in die Offensive. Tor springt an Shakes Tackling vorbei. Aber hier kommt der funkige Torheiler. Hier der klobige kleine Angsthase, Brenda.
Der Neue ist ein Genie. Ich nehme an, der Captain weiß, wie er die Stärken seiner Kollegen einsetzen muss. Ja, er überlässt das Tackling Block und No. Und die Flanken dem König. Schlagwort. Danke, König, Anfall. Mal sehen, ob der Angriff der Strikers die Iron Tank Panzerung durchschlagen kann, ja? Cool Joe, deine Landebahn endet gleich. Mach dich endlich zum Abflug bereit. Was muss ich jetzt nochmal tun? Sei während des Spiels sehr vorsichtig. Wenn ein neuer Look schon kommt, bedeutet das kein Holz, keine Tour und kein Holz. Nicht das Gesicht, nein! Wie viele Stürmer braucht man für ein perfektes Tor? Keine, wenn solche Flanken geschossen werden. Wir haben Kulchos Flanken ausgeschaltet. Jetzt greifen wir an. Und Tor schafft das 1:0 für die Gastmannschaft. Ich muss sagen, dass es für mich so aussieht, als hätte Kuljo seinen Groove verloren, Brenda. Mann, was ist los mit dir? Wo ist der Flankenkönig? Sorry, Shakes. Ich kann meine Leute jetzt nicht warten lassen. Wovon sprichst du? Wir warten schon das ganze Spiel. Shakes, Mann. Es ist Zeit, ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern. Falls das Spiel nicht genug Unterhaltung bietet, applaudiert Strikerland vielseitig begabt, viele Instrumente spielenden und bald viele Preise abräumenden Kulturen. Geschisse, wow! Woo! Strikerland! Hier sind Joe und seine Brüder. My love for you is blooming like a flower in the summer sun. Und ich dachte, seine Flanken wären schlecht. The only thing about flowers is they just don't last very long. My love for you will go on and on and on and on. Er ist ziemlich gut, wa? Oder? Mann, sag, dass es nicht stimmt! Stopp! Das ist eine Schwäche! Gut gemacht, Neuer! Ohne Cool Joe haben die Super Strikers keine Chance! Was habt ihr mit Cool Joe gemacht? Oh, was habe ich getan? Das bin ich nicht. Sorry, Leute. Ich hab's voll vermasselt. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht noch einen funkigen Jam liefern kann für die Leute im Strikerland. Das steht nicht im Vertrag. Nein! 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 Nein. Sight. His funky grooves and his deadly moves to defenders all upright. Das ist eine Band, mit der ich was anfangen kann. Das ist cool. Ich habe eine Idee. Wie heißt Cool Joes Plattenfirma? Strikerland! Cool Joe ist nicht mehr damit beschäftigt, die Nummer 1 zu werden, in die Top 10 oder Top 100 zu kommen. Die einzigen Zahlen, um die er sich kümmert, sind dort oben. Und eins verrate ich euch, da stimmt was nicht. Also lasst sie uns korrigieren. Auf den Kopf, Cool Joe, den Kopf. 2, 1. Der funkige Torheiler! Jungs, es tut mir leid. Ich habe mir vorschreiben lassen, wer ich zu sein habe. Ja, yeah, und sie haben es vermasselt. Du solltest lieber in einer Rock-Elfen-Band spielen, oder? Biang, biang, biang. Nein, El Matador. Es wird immer Cool Joe and the Froze heißen, Mann.
Kuto, deine Tour? Durch Japan ist gecancelt. Haha, groovy. Ich werde sowieso durch Japan touren. Und zwar mit meinen Brüdern, den Super Strikers. Was ist mit dir passiert? Funk ist mir passiert. Funk steht nicht im Vertrag. Jetzt schon? Wir haben gerade das Holdout Records gekauft. Und ihr seid gefeuert. Yeah. Und was machen wir jetzt mit all diesen... Ich denke, dabei kann ich helfen. Das ist eine fiese und unübliche Bestrafung. Wir werden hier wieder verlieren. Oberst vom Push-Up, machen Sie, dass es aufhört. Ah, nein!